So, herzlich willkommen auf dem PBE. Das Hex Tech Crafting System ist da und heute werden wir 100 Truhen öffnen. Ich habe zwei einen und einen. Ist egal. So, und muss man die alle einzeln öffnen? Okay. Okay. Gut, ich werde das dann mal cutten, das Video, und bin gleich wieder zurück, wenn ich alle Truhen offen habe. So, ich habe jetzt 100 Truhen. Percy, was machst du auf meinem Tisch? Hallo. So, ich habe die 100 Truhen jetzt geöffnet. Das ist das, was alles dabei rausgekommen ist. Ich werde das jetzt erstmal in Prozenten, also ein bisschen die Wahrscheinlichkeit sagen, was, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, irgendwas da rauszubekommen. Bedenkt bitte, dass ich nur 100 Truhen geöffnet habe und die Recherche nicht unbedingt repräsentativ ist. Allerdings, ein ganz guter Richtwert sein könnte. Ich habe die Zahlen ein bisschen gerundet, also wundert euch nicht, wenn ihr es irgendwie versucht nachzurechnen, dass es nicht ganz aufgeht. Also, jedes Mal, wenn ihr eine Truhe öffnet, kriegt ihr in den meisten Fällen genau eine Sache raus, nämlich ein Champion Shard, ein Skin Shard, ein Ward Shard oder ein Summoner Icon. So, die Chance, ein Champion Shard zu bekommen, liegt bei ungefähr 30%. Bei Skin Shards sind es ungefähr 60%. Die restlichen 10% teilen sich dann auf Ward Skins oder Summoner Icons. Außerdem habt ihr eine Chance von ungefähr 5% noch einen zweiten Drop rauszubekommen. Dabei handelt es sich entweder um einen seltenen Edelstein, den könnt ihr einfach benutzen, um eine neue Truhe und einen Schlüssel zu bekommen, oder ihr bekommt Essenz. So, die Essenz braucht ihr ja, um aus Shards permanenten Content zu machen. War tatsächlich sehr ermüdend, wie wenig man aus den Truhen bekommt. Das heißt, dass man tatsächlich relativ viele Shards zerstören muss, um hier kosmetische Essenz zu bekommen. Außerdem ist die Menge an Essenz, die ihr bekommt, abhängig von dem Preis des Skins. Also man sieht hier, für einen 1350er Skin kriegt ihr nur 446 kosmetische Essenz. Das heißt, in jedem Fall kriegt ihr so ungefähr 33% des Preises in Riot Points als Essenz wieder. Bei den Champions genauso, halt nur mit Champion Essenz. So, bei den Skins hatte ich tatsächlich 8 Legendary Shards. Das heißt, dass unter den Shard Skins die Wahrscheinlichkeit auf einen Legendary Shard bei ungefähr 14% liegt. Ein Ultimate Shard hatte ich dabei, nämlich hier mein Ezreal. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Skin-Shard ein Ultimate-Skin ist, liegt damit bei nicht mal 2%. Die Gesamtwahrscheinlichkeit, überhaupt einen Ultimate-Shard zu bekommen, liegt somit bei 1%. So, dann können wir als Beispiel nochmal versuchen, uns hier was aufzuwerten. Wir können uns jetzt zum Beispiel einmal den Ultimate-Ezreal-Skill nehmen. Nein, upgraden können wir es noch nicht, wir müssen erst andere zerstören. So, ich nehme mal zum Beispiel Nunubot, davon habe ich 2 bekommen. Ja, das möchte ich machen. So, Voraussetzung, um einen Skin-Shard permanent freizuschalten: ihr müsst natürlich den Champion haben, sonst geht das nicht. So, also, kann ich es hier einmal upgraden. Also man sieht, es ist nicht ganz der Preis von den Riot Points, aber kommt schon nah ran mit 2950. Ja, upgraden wir mal. Und zack, ein 20-Euro-Skin. Einfach mal so bekommen. So, dann können wir noch rerollen. Dann nehme ich einfach dreimal die gleichen Sachen. Also einfach drei random... Achso, ich muss... Ah, okay. Das rerollen wir mal und bei 3 Champion Shards bekommt ihr dann irgendeinen Champion aus, den ihr noch nicht habt. Oder auch nicht. Ihr bekommt kosmetische Essenz dabei raus. Und Cho'Gath. Okay. Gut, das war das. Jetzt werden wir das gleiche nochmal ausprobieren, wenn ich alle Champions gekauft habe. Crafting failed. Please try again in a few minutes. Ah, fuck. Dann haben wir noch Wardskin Loot. Da könnt ihr einfach 3 random Wardskins zusammenwerfen und werdet hier wieder einen permanenten rausbekommen. Firecracker Ward. Cool. So, hier könnt ihr natürlich genauso gut den auch einfach upgraden, wenn ihr einen coolen Drop bekommen habt. Den habe ich schon. Hier einmal upgraden.
Das kostet tatsächlich nur 340 kosmetische Essenz. Das heißt quasi, wenn ihr Glück habt und aus der Truhe einen Skin Sharp bekommt, von einem 1350 Riot Point Skin, den könnt ihr einmal disenchanten, um die Essenz rauszubekommen, und damit könnt ihr euch schon ein Ward Skin holen. Was an sich ganz geil ist, weil die Teile sonst 640 Riot Points kosten, was echt arschteuer ist. So. Das Problem sollte allerdings sein, ein Ward Skin zu bekommen, weil die Wahrscheinlichkeit liegt jetzt meiner Recherche nach bei ungefähr 7%. So, das war soweit auch alles, was ich euch dazu zeigen kann. Champion upgraden kann ich jetzt leider nicht mehr, weil ich schon alle freigeschaltet habe. Das Rerollen von drei Champions funktioniert immer noch nicht. Ich glaube, dass ihr dann einfach kosmetische Essenz rausbekommt. Also, das wäre das Naheliegendste, da ihr das ja anders überhaupt nicht mehr nutzen könnt, wenn ihr alle Champions habt. Ja, ansonsten war's das. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Ich werde sie weitestgehend so gut wie ich kann beantworten. Hier kann ich nochmal kurz ein Rare Gem zeigen. Aber das ist ganz cool. Wenn ihr das öffnet, kriegt ihr einfach Chest mit Key. Ist sozusagen noch ein Versuch dann. So, was ist da drin? Roaring Kingdom, Katharina. Geile Scheiße. Gut, das soll es dann gewesen sein. Wie gesagt, Fragen noch in die Kommentare. Ich werde versuchen, das alles zu beantworten. Ansonsten war's das von mir. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.